Ja, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Wild Arms 1. Nachdem wir uns in der letzten Folge, ja, oder ich mich in der letzten Folge dazu entschlossen habe, Lucifer dann doch nicht anzugehen, nachdem ich da dreimal klicklich gescheitert bin, ja, sind wir weitergegangen und hatten den Boss Berial, auch ein Golem. Wir machen, ja, einfach mal weiter. Maldiuk zentrale Kontrolle. Willst du hinein? Das riecht nach Finale. Das riecht eindeutig nach Finale. Ich sag mal ja. Ja, das riecht nach Finale. Oh, schön in der Raumstation oben. Im Hintergrund ist die Erde zu sehen. Ah, da haben wir auch ihn, den Zeigfried. Ihr kommt spät, oder sollte ich sagen, zu spät. Schaut hinab auf diesen kleinen Planeten, das ist euer Filgaia. Seht, wie es in die Vergessenheit versinkt. Nein, das kannst du nicht tun. Maldiuk ist keine normale Kolonie. Sie hat Mittel zum Bodenangriff. Eine 1000 Jahre alte menschliche Stadt im Himmel. Nun kann ich machen, was ich will. Brenne, brenne es nieder. Reine Macht macht keine Unterschiede. Alle Macht dient der Zerstörung. Filgaia ist unsere Heimat, das lassen wir nicht zu. Richtig, das lassen wir nicht zu. So, Zeigfried, denn zeig mal, was du so kannst. Jetzt habe ich ganz doll vergessen, dir den Raketenwerfer nachzuladen. Na, dann mache ich das nochmal fix. So. Und dann Magnum Fang und High Shield. Und los geht's. Oh. Der möchte sich auch schilden. Mhm. So, dann versucht Rudi mit dem Raketenwerfer und weiter mit High Shield. Was? Negativer Regenbogen? Okay. So. Raketenwerfer. Magnum Fang und Remedy. Oh, er nimmt schon wieder High Shield. Was ist mit dem denn los? Ja, na toll. Dann werde ich doch mal versuchen, ihn die Armor zu nehmen. Wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Armor down. Oh, Zeigimpuls. Wie sieht Cecilia an? Es geht. Hihihi. So, zwei Kugeln, drei, vier, wie viel will ich in diesem Kampf dafür verwenden? Ach, scheiß doch drauf. So. Du hast immer noch nicht Force Level 2? Boah, schäm dich. So, Armor down.
Rudi hat fast. Und Armor down. Zeigimpuls. Auf Rudi, das ist nicht so schlimm. Der kann das ab. So, Rudi, was hältst du davon, wenn du den mal in dreifacher Stärke ausführst? Jo, findet er gut. Schön, schön, schön. So, dann weiter und jetzt nehmen wir mal den Hohen Wächter mit. Ja, das war eine gute Entscheidung mit den Hohen Wächter. Na? Ja, den haben wir. Ich kann noch nicht fallen. Ich muss noch bleiben. Ich habe keine Kontrolle. Dafür ist es noch zu früh. Ich gebe meinen Körper nicht auf. 16.666 Erfahrungspunkte. Zerstörung wird nicht unsere Zukunft bringen, Zeigfried. Du verlierst. Verlieren? Narr. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Die Zerstörung hat gerade erst begonnen. Stimmt's, Zeigfried? Die Macht der absoluten Finsternis. Die ewige Leere wird Vilgaia mit Zähnen aus Feuer verschlingen. Ihr kommt den Tod nicht. Seht das letzte Lebenslicht eures Planeten verlöschen. Wow. Halt! Hör so auf! Hör sofort auf damit! Was fängst du mit einer Welt an, in der nichts existiert? Welche Vorteile bringt solch ein Leiden? Ja, diese Lache mache ich wirklich nicht nach. Schreie auf! Bereue! Deine Niederlage wärmt mich innerlich. Das ist ein gutes Gefühl. Nun beginnt die reine Vernichtung des Lebens. Das ist eure letzte Lektion, Menschen. Alles wird plötzlich zum Stillstand kommen, so als stelle man eine Maschine ab. Oder das Ende des Lebens hinaus gibt es nicht. Über das Ende des Lebens hinaus gibt es nichts. Es kann nicht sein. Diese Macht gleicht Mutter. Ich bin Mutterfried. Irr. Du Scheiße. Ich bin mit meinem geliebten Kind eins geworden. Ich bin zurück, wiedergeboren, aus meinem eigenen Fleische. Zeigfried wurde so umschlungen, wie ein Baby von der Mutter gewiegt wird. Hä, das gerät außer Kontrolle. Dieses Ding ist in Zeigfried herangewachsen und hat ihn praktisch aufgefressen, um dann das zu werden, was wir jetzt bekämpfen. Ich bin die höchste Schönheit. Die Wiedervereinigung einer Mutter mit ihrem Kind. Boah, nee, Alter, geht gar nicht. Stellt mich mit eurem letzten Tanz der Agonie zufrieden. Boah, ohne zu heilen. Gleich der nächste Kampf.
Ach du Scheiße. So. Ja, da haben wir noch vier von. Das ist mein Standardzug hier. Dunkler Strahl. Jo, hab viel gesehen. Boah, fuck. Der zieht ja ordentlich was ab. Nee, oder? Komm, hör auf. Boah, scheiße. Ich bin geliefert. Das ist nicht euer Ernst jetzt hier, oder? Rainbow. Boah, das ist hart gewesen. Oh, krass, ey. So, ich muss besser aufpassen. Gehabt. So, Rudi wird seinen Zorneschuss anwenden. Und wir versuchen mal Slowdown. So, dass Cecilia vor ihr dran ist. Okay, diesmal wäre ist sie schon mal vor ihr dran. Okay, hat nichts gebracht. Magische Zauber aufgehoben. Aha. Dann werden wir sie halt einfach mit der Kraft, die wir haben, besiegen. So einfach ist das. Oh, da können wir doch Dings verwenden. Hoher Wächter. Schön. Was? Puh. Na, ein Glück, ich rufe den Hohen Wächter gerade.
Wufang und Remedy. Schon wieder Seifert's Galaxie. So, und Remedy. Oh. Die haben wir? Cool. Puh. Aber bis auf den einen kleinen Ausrutscher, ne, wären wir ja, war das gar nicht mal so ein schwerer Kampf. Bis auf den kleinen Ausrutscher. So. Auch wenn mein Fleisch zerstört ist, so habe ich am Ende der Zeit eine Heimat. Für Gaia kann der Finsternis, die ihm droht, nicht entkommen. Nichts kann das drohende Ende mehr aufhalten. Hustet die? Ach, die niest. 20.000 Erfahrungspunkte. War alles, was wir erreicht haben, umsonst? Geht jetzt alles zu Ende? Ich glaube nicht, ich spüre die Kraft. Das lasse ich nicht zu. Niemals, wir müssen etwas dagegen tun. Ich sehe nun alles so deutlich. Ich fühle die Lebensenergie der Träne. Die Träne antwortet auf die Kraft des Schutzes. Die Kraft der Wächter. Wir kämpfen, weil es etwas gibt, was es zu schützen gilt. Darum glauben wir an Wunder. Das helle Licht der Träne. Wurde der Geist von vor 1000 Jahren wieder zum Leben erweckt? Ihre Stimmen sind wieder in meinem Herzen. Ist die Macht der Wächter wiederhergestellt? Die Träne glüht genau wie in den Tagen, als Vilgaia noch ein reiches und fruchtbares Land war. Die Macht ohne zu schauen, oh diese Macht. Alle Wächter haben sich in diesen Schamanenkind vereint. Wir werden diesen Planeten ein für allemal von der Finsternis befreien. Träne, gib uns diese Macht noch einmal. Die Finsternis vergeht. Dies ist die Kraft der Wächter und der Träne. Dies ist die absolute Macht. Wir sind die Beschützer von Vilgaia und der Träne. Sieh da. Ihr Menschen habt die Wunden unseres Landes und die Herzen seiner Bewohner gespürt. Ihr habt euren Glauben wiedergefunden und für euch und Vilgaia eine bessere Zukunft geschaffen. Es braucht seine Zeit, aber solange die Bewohner den Planeten genug lieben, kann der Zerfall rückgängig gemacht werden. Die Reinheit des Herzens macht das Unmögliche möglich. Ihr Menschen seid die wahren Wächter von Vilgaia. Ihr habt den Schlüssel zur Zukunft Vilgaias. Menschen sind die Wächter von Vilgaia? Nicht alle Menschen haben das Licht in ihrem Herzen, aber wir spüren, dass es nicht mehr lange dauert, bis es jeder hat. Um das zu erreichen, bedarf es eines Wunders. Dies ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Woody, Jack, auf, zurück nach Vilgaia. So, das ist jetzt wohl die Stelle, wo wir uns heilen können. Jawohl, ja.
So, und wie es weitergeht, das sehen wir dann natürlich in der nächsten Folge. Also bis dann und ciao.